20. Spieltag der Penny DEL. Nürnberg Ice Tigers gegen die Iserlohn Roosters. Es wird ein heißer Tanz, denn es gibt einen Rückkehrer. Greg Poss, der aktuelle Head Coach der Iserlohn Roosters. 2003 bis 2005 war er hinter der Bande der Ice Tigers plus 7 weitere Spieler seiner Iserlohn Roosters mit Nürnberger Vergangenheit. Hinein in die Partie. Iserlohn macht das gut. Schuss von der blauen Linie, abgefälscht, Tor! 1:0 für die Gäste. Abgefälscht vor dem Tor Julius Kara, der Nürnberger, mit dem Schienbeinschoner dazwischen. Aber dann eben Schuss von oben und Erik Buschmann, der Torschütze für die Gäste. Parlett, Überzahlspiel. Auch da, schöner Pass in den Lauf von Fox. Was macht der? Der tanzt alle aus, aber Fox, der nimmt diese Scheibe aus der Luft an, verzaubert alle. Weizmann ohne Chance, Ausgleichstreffer für die Nürnberg Ice Tigers. Er weiß, wo er sich zu bedanken hat, denn Parlett mit einem grandiosen Pass. Stefan Ustorf, er ist gespannt auf das zweite Drittel. Nürnberg, Schuss wieder von oben, dann Nachschuss von der Seite. Wo ist die Scheibe? Weizmann hat den Überblick. Spitzer Winkel und Weizmann macht es clever. Mit dem linken Schoner drückt er die Scheibe an das Torgestell und so verhindert er Schlimmeres. Iserlohn, Überzahl, nicht das Beste in der Liga, aber in dieser Situation, der Rückkehrer Chris Brown hat da den berühmten Riecher. Bergmann, der irgendwie die Scheibe gegen den Pfosten bringt und von dessen Pfosten dann zwischen die Beine von Treutle. Einer hat die Übersicht und das war Chris Brown. Wieder die Führung für die Gäste. Nächste Chance Nürnberg. Die sind im zweiten Drittel unglaublich oft und lange in der Zone der Roosters. Aber in dieser Situation Glück, denn Ankert fälscht die Scheibe an den linken Pfosten ab. Nächste Chance Foucault. Schuss und da im Fliegen wieder mal das Tor für die Gäste. 32. Spielminute, Sven Ziegler im Fliegen. Treutle mustert die Scheibe auf die Stockhandseite abprallen lassen. Einer reagiert am schnellsten, das ist Sven Ziegler. Greg Poss, ja, so kann es durchaus weitergehen. Letztes Drittel, Nürnberg. Unglaublich aggressiv. Die wollen hier noch den Ausgleichstreffer erzielen. Tolle Möglichkeit für die Ice Tigers. Auch da Weizmann ist ja zur Stelle. Dennoch knappe Nummer. Andere Seite Foucault. Und auch da erst in der Hintertorkamera zu erkennen, streift er den rechten Pfosten. Glück für Nürnberg. Die probieren alles. Da geht man all in. Schöner Pass von Weber, Anschlusstreffer Nürnberg. 47. Spielminute, Roman Kechter mit seinem allerersten DEL-Treffer. Nürnberg, die schnuppern nochmal, geht da vielleicht nochmal etwas? Sie probieren alles. Markus Weber aus der eigenen Zone heraus, er probiert es einfach mal. Linke Seite, Schuss antäuschen, aber auch da. Die Latte dazwischen, die drei Punkte gehen nach Iserlohn. Ich fand, wir haben grundsätzlich ein solides Auswärtsspiel gemacht. Im ersten Drittel hatte ich das Gefühl, dass wir ein paar Mal durchgefallen sind mit unserem Vorcheck und die ein paar Überzahlsituationen hatten, wo die Scheibe dann teilweise versprungen ist. Und daher wurde das nicht bestraft. Aber ansonsten, finde ich, haben wir die Scheibe gut laufen lassen und smarte Entscheidungen getroffen in den richtigen Situationen. Wir hatten ein paar Wechsel. Würde ich mal sagen, Unglück, hat einen langen Wechsel vorne und dann geht's schnell. Wenn man einen Puckverlust hat und dann eine Mannschaft wie Iserlohn, die können das ausnutzen. Bei einem 3-2, bei einem 4-3, dann machen die auch die Hütten. Nach 7
Heimsiegen in Folge verliert Nürnberg mal wieder zu Hause. Und Iserlohn, die nehmen drei ganz wichtige Punkte mit nach Hause. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.